Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video seit Äonen mal wieder, zusammen mit eurem Rio. Und zwar gucken wir uns heute Total War Warhammer 2 an, das erscheint ja morgen. Und ich würde ganz gerne zusammen mit euch mir mal die neuen Rassen angucken. Neu im Sinne von im Vergleich zum ersten Warhammer Teil. Da gab es ja in Anführungszeichen nur die Menschen, oder da gab es die Menschen, die Zwerge, die Vampire und die Orks. Hier gibt es 4 neue Völker. Und zwar gibt es hier die Hochelfen, die Exenmenschen, die Dunkelelfen und die Skaven. Gut, jetzt habe ich vergessen, dass es im ersten Teil noch den Chaos gab, die Chaos-Fraktion. Aber erstmal nicht spielbar zu Beginn. Ich glaube, die kamen dann später, ne? Oder kam mit dem Frei-DLC. Naja, sei es drum, hier gibt es, wie gesagt, diese 4 Völker, gänzlich neu und noch nicht im ersten Teil da gewesen, mit ganz vielen verschiedenen eigenen Volksfähigkeiten etc. pp. Und wir gucken uns die mal an. Ich werde erstmal mit den Hochelfen anfangen. Ich bin noch am überlegen, ob ich dazu ein Let's Play, ein kleines Projekt starte mit ein paar Folgen, wo wir zusammen ein bisschen zocken. Könnt ihr mir gerne die Meinung in die Kommentare schreiben. Und wenn ja, welche Fraktion hättet ihr denn gerne? Welches Volk und welche Fraktion soll ich denn spielen? Denn jedes Volk hat wieder 2 Fraktionen, also entweder 2 verschiedene Orden, wie es hier zum Beispiel ist, die Lothern oder Lothern-Fraktion, Orden der Lehrmeister. Bei den Skaven ist es zum Beispiel der Clan Mors und der Seuchenclan, beispielsweise jetzt nur, ne? Das geht natürlich also durch. Und je nachdem, welche Fraktion man wählt, hat man natürlich auch eine andere Herausforderung, weil man ein anderes Startgebiet und so weiter und so fort hat. Wir starten erstmal mit den Hochelfen und gucken uns die an. Wir haben natürlich verschiedene Rassenattribute. Die Hochelfen haben unter anderem die Möglichkeit, eine Intrige zu starten. Das nervte mal hier, dieses Abspiel. Und da kann man dann quasi Einfluss für Überlegene, beziehungsweise Einfluss dafür ausgeben, das sind diese Krönchen, um die Diplomatie zwischen 2 Fraktionen zu beeinflussen und zu verändern. An sich sind die Hochelfen im Warhammer-Universum auch mehr so ein intrigantes Völkchen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Wir gucken uns dann auch den Einführungstrailer an. Auch hier frage ich euch, wollt ihr bei jeder Fraktion bzw. jedem Volk den Einführungstrailer mal sehen? Die unterscheiden sich je nach Volk natürlich, also es gibt 4 verschiedene Einführungstrailer. Oder habt ihr darauf gar keinen Bock und ihr wollt das überspringen? Ich werde auf jeden Fall unten einen Timestamp hinzufügen, wo ihr selber klicken könnt, dass ihr die Einführung überspringt, wenn euch das lieber ist, also wenn ihr das gar nicht gucken wollt. Aber jetzt geht's erstmal los. Who are the Asur? An enigma to men and dwarfs, who know them as High Elves. At the center of the great ocean lies Ulthuan, a paradise created by the Old Ones. But when the Stellar Gates collapsed, demons flooded the mortal plane. All was lost, until Anarion the Defender strode forth. The first Phoenix King vanquished the demons, with the aid of the Archmage Kalador Dragon Tamer. It was Kalador and his elven mages who created the Great Vortex. A swirling maelstrom that siphoned the excess magic, withering demonkind. With the world purged of chaos, the elves took it upon themselves to become guardians and stewards. The twin-tailed comet is oft seen as an omen. But this time, its wake brought great peril. The dragon with 2 tails flies lower than before. Its trail disturbs the vortex. I have felt a change in the winds of magic. Then right it, brother. Lead the mages of Saffari. Bring all in the White Tower to bear if you must. Such lore is currently beyond us. I suggest a scrying ritual in the Pool of Isha. It may provide us with the answer.
Such a ritual requires fragments of fallen waystones. Far more than we have. Then we find more. Make ready your ritual, Loremaster Talarion. You will have your fragments. I shall start the search in Lustria. Lustria? My brother will search here, in Ulthuan. Why do you care so much about the greater world? Why do you not? Stay here, brother. Protect Ulthuan. But I venture beyond our borders. And while you meddle in far-flung continents, I will ensure you have a home to return to. Ja, das grobe Szenario hat man hier mal schon erkannt. Es geht im Endeffekt darum, dass die Skaven nennen ihn, glaube ich, zweischneidige Komet oder sowas, oder zweispurige Komet, keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung, die Winde der Magie stört, und das hat auch wohl Einfluss auf den Malstrom, der natürlich eine mächtige magische Quelle ist, aber auch eben hier die Chaos und so weiter zurückhält. Und andere Völker, beispielsweise die Skaven, versuchen, das zu nutzen und an die Macht des Malstroms zu kommen. So, ihr habt aber auch im Intro schon gesehen, dass sich eben hier die Startposition bzw. die beiden Kommandanten hier so ein bisschen gestritten, kann man nicht sagen, aber die einen bleiben eben hier in Ulthuan oder wie das heißt, und hier irgendwo im Süden ist, glaube ich, dann starten dann, glaube ich, die startet der andere Elfen, Hochelfenkommandant. Gut, gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben hier Wegsteinsplitter. Also die Hochelfen müssen Wegsteinsplitter sammeln. Andere Völker, beispielsweise die Skaven, sind ja bekannt für die Warpstones, die werden dann die Warpstones sammeln müssen. Und ja, Spieleigenschaften bei den Hochelfen werden hier nochmal kurz erklärt. Das ist bei jedem Volk so. Man hat also einen schönen Überblick, was so die Besonderheiten seines Volkes sind. Die in Warhammer 2 natürlich verglichen mit anderen Total War Titeln ein bisschen stärker ausgeprägt sind. Als wie gesagt, andere Warhammer-Titel, hat man eben hier etwas krassere Eigenschaften. Mission erteilt. Wir sollen ein Elfendorf errichten. Na gut, dann tun wir das. Das ist doch hier, glaube ich, ne? Zack. Schatzkammer plus 2. Spies within the occupied cities suggest that the Druki are on the hunt for ancient scrolls of power. Okay. I am no sorcerer. But this is ill news. They must surely be stopped. Das wird, hier werden wir wahrscheinlich hauptsächlich gegen Dunkelelfen antreten müssen. Aber eine allzu große Armee haben wir aktuell nicht. Aber hier ist, glaube ich, gar keine Besatzung. Also wir gehen einfach mal rauf direkt. No mercy. Mit der Keule. Haben eigentlich direkt unseren ersten Kampf. Das können wir auch gerne mal machen, um mal direkt ins Kampfgeschehen einzusteigen und uns eine Schlacht mal anzugucken. Wir haben natürlich wieder komplett neue Einheiten und alles sieht ein bisschen anders aus. Also alles ist ein bisschen anders als beim ersten Teil. Auch wenn man sagen muss, dass die Grafik-Engine und so weiter, also grafisch, das eigentlich auf dem gleichen Level ist. Im Prinzip ist es ein neues Kapitel im Warhammer-Universum, der hier von Total War eröffnet wurde. Mit anderen Völkern und so weiter und so fort. Jetzt könnte man natürlich sagen, DLC, bla bla bla, aber eigentlich hat das so einen großen Umfang, dass ich das schon ganz gut so finde. Wahrscheinlich die meisten von euch, weil so die DLC-Politik ist ja wahrscheinlich eher immer ein bisschen umstritten. So, wir positionieren unsere Truppen mal so ein bisschen. Die kommen natürlich da vorne. Das sind Schwertinfanteristen, das sind Speerinfanteristen. Ah ne, das ist ja unser Held, hallo. Haha. Sind das eigentlich so... das sind so Schleudern, das heißt, die werden eine sehr flache ballistische Flugbahn haben, sollte ich also eher weniger krass hinter meinen Truppen liegen lassen. Die packen wir mal hier hin und unseren Kommandanten hier. Und ihr könnt von mir aus hier hin. Eure fliegenden Einheiten erlauben euch einige Flexibilität, Kommandant. Nutzt ihre Manöver, um den Feind auszukundschaften und zu bedrängen. Flammenschweif, große Explosion. Oh, das war jetzt nicht so geplant. Spearmen! The Phoenix came to
Oh, der tat weh. Der tat nochmal weh. Understood. Champion of Alaria. So, wir können eigentlich direkt mal rangehen mit ihm hier. Erstmal auf die Geschossinfanterie, würde ich sagen. Weg, 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 weg. Das ist geplant, dass er direkt darauf geht. Ups. Ups. Na gut. Gehe ich den da nochmal raus? Heb doch ab, heb doch ab, heb doch ab. Na, endlich. Bumm. Guck mal, jetzt kann ich aber hier mit ihm auf die Geschossinfanteristen. Eure Truppen sind unter Beschuss. Lasst sie in Deckung gehen. Oder schaltet die Quelle der Geschosse aus. So, das sieht doch ganz gut aus. Und dann nehmen wir noch unseren Kommandanten und gehen hier mal voll rein. So. Gehen auch voll auf die, kriegen auch voll auf die, aufs Fressbrett. Die sind auch gleich platt. Und der macht da hinten so ein bisschen Heckmeck. Sehr schön. Bogenschützen bringen wir mal in Position für die da hinten. Und ihr könnt auch draufkreuzen. Mehrfachschuss ist wahrscheinlich nur gegen. Ja, da probieren wir das mal. Mehrfachschuss. Aber ich dachte, glaube, das ist nur im Nahkampf von Vorteil. Oh nee, da kommt was. Ganze Menge sogar. Wusch. Wusch. So, von den Einheiten gefallen mir die Hochwerfer schon mal echt ganz gut. Gibt's natürlich noch viel mehr. Dann später. Nee, Mehrfachschuss ist schon wesentlich vorteilhafter. Muss man einfach mal sagen. Guck mal, ihr könnt doch da angreifen. Die dann da hinten noch rumhocken, werden jetzt voll unter Feuer genommen. Und da haben wir unsere erste Schlacht auch schon gewonnen. Hervorragend. Gefecht beenden. Ein entscheidender Sieg. Puh, war jetzt natürlich nicht so extrem. Aber nur 56 Verluste, 298 hat er verloren. Dunkeldornen. Dunkeldornen sind die Bogenschützen von denen, ja. Wie heißen unsere Bogenschützen? Heldorn? Oder einfach nur hochelfische Bogenschützen? So. Ja, wir hatten einfach die mächtigere Armee, muss man auch einfach mal sagen, durch den Phönix. The Azure have triumphed. So, besetzen. Plünder besetzen, ausrauben. Eigentlich ganz klassisch. Wir haben gerade eigentlich gar keinen Geldmangel, deswegen besetzen wir sie ganz normal. 8 Wegsteinsplitter, ein bisschen Einfluss. The Druki seek to hold our cities while they pick them clean of arcane relics and scrolls. The puppets of the Witch King must be driven out and the treasures they have taken reclaimed before they are put to evil use. Okay, wir sollen noch wahrscheinlich den Turm von Lisan einnehmen. Champion of the Ever Queen. So, wenn man so ein Video aufnimmt, sind die Namen in so einem Spiel echt immer böse. Weil jeder von euch, der irgendwie so ein extremer Warhammer-Spieler ist, der wird sich wahrscheinlich
vom Kopf schlagen, was ich so manchmal ausspreche. Verzeiht mir einfach, falls ich irgendwas komplett falsch ausspreche. Was bauen wir denn? Lass uns mal schauen. Wir haben aktuell eine öffentliche Ordnung von minus 11. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass wir eben hier diese Provinz neu besetzt haben. Wir haben hier bereits eine Kaserne bzw. ein Militärlager. Achso, was ich ganz schön finde. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es beim letzten Mal schon so war. Aber wir haben die Gebäude jetzt nach Kategorien, also Wahrzeichen, grundlegendes Militär, fortgeschrittenes Militär, Verteidigung und Infrastruktur. Es gibt natürlich noch andere, sowas wie Rohstoff oder Ressourcen oder sowas heißt das dann. Und das ist wirklich ganz nett gemacht, weil es eine schöne Übersicht bringt bei den ganzen Gebäuden, die man dann doch hat. Und es ist ja provinzweit quasi die Gebäude zählen. Das heißt, wenn man hier schon irgendwie Militärlager hat, braucht man das hier ja nicht mehr. Dann könnte man sich hier überlegen, ob man hier fortgeschrittenes Militär zum Beispiel aufbaut. Oder eben etwas gänzlich anderes. So, ein Gehöft wäre ganz nett. Bevölkerungsüberschuss, null Bevölkerungsüberschuss, Runde zum Überschuss 5. Wir haben gerade ein Wachstum von 28. Das würde uns noch mehr Wachstum bringen. Der bringt uns Einkommen, sieht aber ganz gut aus gerade mit dem Einkommen. Muss man mal einfach sagen, ich würde erstmal aufs Gehöft gehen, bis das Ganze hier dann wächst. Und wir haben ein Level-Up für unseren Kommandanten. Ich gehe erstmal auf inspirierende Gegenwart. Ich bin eher so der Typ, der die Kommandanten zwar durchaus auch mal offensiv einsetzt, aber sehr gerne auch als Unterstützung für die Truppen mit Moralboni und ähnliches. Das finde ich sehr vorteilhaft. Und deswegen gehe ich darauf immer ganz gerne zuerst. Und später baue ich den dann als Metzelkönig aus. Ihr, auch wenn ich den gerade sonst für ihn geschickt habe. Seid die Hüter dieser Welt, großer Fürst. Euer Geist ist scharf. Eure Krieger sind äußerst geschickt und die Heimat, welche sie verteidigen, ist ein Paradies. Euer nobles Volk steht wahrlich an der Spitze der Weltordnung. Ja, gut. Bogenschützen, ich nehme nochmal einen davon und einen davon. Die sind auch ganz schön teuer und dann warten wir mal ab, bis wir das hier gebaut haben. Dann können wir nämlich eventuell weitere... Na, was machst du denn hier? Jetzt ist die Frage. Also von hier kommt er rüber. Seid auf der Hut, mein Fürst. Denn Dunkelelfen wurden gesichtet. Diese gnadenlosen Meuchler sind auf dem Schlachtfeld ebenso gefährlich wie in Verhandlungen. Ist jetzt die Frage. Stellung Marsch. Hier dürften sie, glaube ich, nicht rüberkommen. Das heißt, die kommen aber hier, nehme ich mal an, rüber. Ready to serve. Ich müsste auch hier außen rumlaufen. Das heißt, ich bewache erstmal meinen Turm hier. Zumindest noch für die Runde. Mal gucken, was hier passiert. Intrige bei Hofe. Achso, das ist eine Intrige bei Hofe. Kelden kann mich nicht leiden. Das sind die einzelnen... Ach, hier ist der Kult der Exzesse. Ach, aber hier kann man auch Beziehung verbessern oder Beziehung reduzieren. Wir könnten aber rein theoretisch zum Beispiel auch Kelden auswählen, jemand anderes, und könnten dann zum Beispiel hier auch Beziehungen verbessern, verschlechtern und so weiter und so fort. Das sind die Intrigen, die ich meine. Also nicht nur mit unserem eigenen Volk können wir das dann verbessern, sondern wir können auch zwischen zwei anderen Völkern bzw. Fraktionen die Beziehung beeinflussen. So, der kommt jetzt. Will der jetzt angreifen oder wie sehe ich das? Das haben wir durch. Unter eurer Azur-Sippschaft finden sich einige der größten Geister der Schöpfung. Setzt sie ans Werk, um eure Kriegsmethoden zu verbessern, mein Herr. Hierfür sind bessere Gebäude erforderlich. Gut, dann bilden wir das aus. Elfengärten. Schaltet einen Edlen frei. Eine Piazza können wir nehmen. Was haben wir hier noch? Fortgeschrittenes Militär können wir aktuell nicht nehmen. Aber wir könnten rein theoretisch auch eine Kavallerie bauen. Für Grenzreiter. Auch eine Idee. Einkommen sieht okay aus. Wachstum ist hervorragend. Wir haben gleich schon wieder einen Überschuss.
können dementsprechend hier gleich ein Level up bauen. Gehen wir auf Einkommen oder gehen wir nicht auf Einkommen? Wir können auch beides machen, rein theoretisch. Wir haben mal zwei Bauplätze frei. Komm, dann gehen wir hier mal auf Kavallerie und wir gehen hier mal auf Elferscher Schmuck. Bringt uns natürlich auch Einkommen. Das bringt uns noch öffentliche Ordnung. Fände ich auch nicht schlecht. Wir nehmen die Piazza. Okay. Eure Art gedeiht mit den Intrigen der Staatskunst, edler Fürst. Einfluss unter euresgleichen in den Hallen der Azur ist eine Währung wie keine andere. So, das mit dem Einfluss haben wir uns ja gerade schon angeguckt. Wir machen mal weiter. Oh. Wir greifen tatsächlich an. Und haben diesmal auch Korsaren der schwarzen Eichen dabei. Mit Handarmbrust. Armbrüsten. Na gut, schauen wir mal, was wir hier rauskriegen. Schreckenspeere, Düsterschwerter. Sonst hält sich das alles halbwegs in Grenzen. Und wir haben unsere Besatzung noch. Garnison, meine ich. Aber keine Türme und keine Befestigungsanlagen, muss man mal dazu sagen, ne? Das haben wir natürlich nicht. Die fehlen uns hier. Ein Kommandanten. Das scheint irgendeine Elite-Truppe zu sein, oder? Eagle Claw. So, wir gehen gleich wieder auf Mehrfachschuss. Heir of Anarion. Okay. Wo? Ach, die Garnison hat doch hier schon dabei. Eure Truppen haben Feuer frei, sofern ihr nicht etwas anderes befehlt. Wenn ihr es wünscht, ihr habt Feuer sparen frei. Sie Munition. Das tut natürlich weh, ne? Also die Dinger sind krass. Sie tun natürlich weh. Wir können da mal kurz rüberfliegen und ein bisschen Bombardements machen. Oh, die Bogenschützen tun aber auch weh, ne? Aber auch weh von denen. Holy moly. Understood. Muss man ja schon mal ein bisschen aufpassen hier. Spearmen, we advance. Heir of Anarion. Die Feinde flankieren euch. Schlagt sie zurück. Versuchen wir da hinten ein bisschen. Das tut ein bisschen weh, was er jetzt da kriegt gerade. Defending order.
Phönix rein. Danke. Eure Krieger sind müde, mein Herr. Und ihre Anstrengungen zehren an ihren Kampfkünsten. Lasst sie etwas ruhen. Egal wie heftig der Kampf tobt. Ja, irgendwie ist da direkt nach dem Kampf die Aufnahmen abgeschmiert. Warum auch immer. Na gut, wir haben ihn auf jeden Fall vernichtet. Ihr habt es ja gesehen, seinen Angriff niedergeschmettert. Ich habe dann noch einen Wachstumsbonus bekommen. Also etwas Bevölkerungsüberschuss. Die Gebäude sind soweit fertig. Und im Prinzip haben wir weitere Missionen erhalten. Wir haben jetzt schon ein paar Wegsteinsplitter. Wir sollen jetzt diese Ruine hier plündern, um weitere Wegsteinsplitter zu bekommen. Ihr seht das, eine ganze Reihe an Missionen sind jetzt noch eingehagelt. Wir können mit der Forschung beginnen. Und zwar wähle ich einfach mal die militärische Entwicklung erstmal. Die Handelsentwicklung kostet jetzt gerade erstmal Geld, außerdem haben wir die Voraussetzungen dafür noch nicht erfüllt. Aber ein Forschungsprofil gibt es auch wieder. Ihr seht das hier, der sich dann eben in einen ökologischen Part, Wirtschaft und so weiter und so fort, sowie kulturelle Entwicklung aufsplittert. Und dann eben die militärischen Entwicklungen, die sich da so ein bisschen hochzählen, bis zur militärischen Entwicklung 4, die dann natürlich auch bestimmte Boni für Einheiten freischalten und Fähigkeiten, ne? Sowas wie Sperrwall zum Beispiel und so eine Geschichte oder ein Trompeter etc. pp. Gut, wir gehen nochmal eine Runde weiter. Im Prinzip würde ich jetzt als nächstes den Turm hier angreifen, um die Provinz zu vervollständigen. Da haben wir ja auch eine Aufgabe. Aber es soll ja nur eine kurze Vorstellung erstmal gewesen sein von den Hochelfen. Und das war es dementsprechend. Ja? Hochelfen gezeigt, als nächstes wird es die Echsenmenschen geben in der nächsten Folge. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Hochelfen findet, wie eure Meinung ist vom neuen Total War Warhammer, also dem zweiten Teil in der Reihe nun. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch was, euer Rio. Ciao.